Ich möchte gerne übergeben an Florian Wassel, der ist heute Abend hier, um uns das Thema ein bisschen näher zu bringen, über Cases, Trends und Insights zu dem Thema zu sprechen. Ist von Tova Digital und betreut mehrere große mittelständische Unternehmen. Und ja, dann würde ich gerne direkt einmal an dich abgeben und wünsche euch viel Spaß bei eurer Masterclass. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Ich habe zu Beginn, als ich hier den einen oder anderen gesehen habe, der sich angemeldet hat, hieß es, ich komme, aber bitte keine Werbeveranstaltung draus machen. Und ich gebe mein Bestes, dass ich euch hier die nächsten 90 Minuten gemeinsam mit zwei sehr charmanten und erstklassigen Kolleginnen Tanja und Anja durch die 90 Minuten führe und ein wenig über B2B E-Commerce erzähle. Ich habe versucht, einen sehr breiten Blumenstrauß mitzubringen. Warum? Ich beschäftige mich mit B2B E-Commerce in den letzten Jahren immer intensiver, komme ursprünglich aus dem Bereich Vertrieb und Marketing, habe mich dann in das Thema E-Commerce IT reingedreht, bin neben meiner Rolle als Gründer von Tova und CEO auch Strategieberater in Projekten, manchmal auch Projektleiter, wenn es brennt, und ansonsten auch mal Aufsichtsrat in einem mittelständischen Unternehmen für die digitalen Themen. Und ich freue mich, wenn wir uns auch neben diesem Vortrag auch auf LinkedIn connecten. Folgt mir gerne, connectet euch. Ich freue mich über jeden Austausch. Ja, ich habe ein bisschen was mitgebracht. Ich würde gerne beginnen, über Challenges und Use Cases zu sprechen. Wir haben danach dann ein paar Case Studies, wo wir ein wenig in die Tiefe gehen. Und dann haben wir ein kleines Fazit dabei. Vielleicht starten wir gerade mal mit den Challenges und Use Cases. Ich habe hier ein Zitat, das könnt ihr wahrscheinlich alle nicht lesen, es sei denn, hier müsste jemand aus dem Bregenzer Wald, das ist bei uns in der Nähe. Ich komme aus Bregenz am Bodensee. Unsere restlichen Standorte sind hier in Hamburg und auch in Wien. Und auf Hochdeutsch heißt der Spruch, wir ehren das Alte und begrüßen das Neue. Und ich finde es immer ganz, ganz charmant, es beim Kontext B2B E-Commerce dazu zu sagen, weil eben viele von euch in Hidden Champions arbeiten. Und mir wurde gesagt, auf der Schwäbischen Alb wurden ein paar Unicorns gesichtet. Die sind in der Regel hochprofitabel, Weltmarktführer und ja, besser bekannt als Hidden Champion. In Deutschland gibt es ungefähr 1500 davon. Ich bin mir sicher, der ein oder andere von euch arbeitet in einem solchen Unternehmen und kann ein wenig verstehen, warum ich darauf Bezug nehme. Aber im Kontext von B2B E-Commerce ist eben auch B2B Champion nicht gleich B2B Champion. Wir haben auf der einen Seite den F-Jugendspieler, dem man vielleicht mal so ein bisschen noch auf die Sprünge helfen muss und der in seinem persönlichen Reifegrad oder als Organisation noch nicht ganz so weit ist. Und dann gibt es aber auch wieder Unternehmen, die, sofern mein Klicker hier will, schon eher wirklich in der Champions League spielen und den absoluten Masterplan haben, wo man wirklich davor steht und sagt, wow, wie kann es sein, dass niemand weiß, was hier wirklich im digitalen Kontext abgeht. Und ich habe jetzt versucht, einfach so ein bisschen für beide, für den F-Jugendspieler als auch für Pep Guardiola, ein wenig was mitzubringen, um euch hier eine letzte spannende Masterclass zu bieten. Und ich glaube, ein wesentlicher Unterschied zwischen den Unternehmen, wenn man jetzt anschaut, F-Jugend zu Champions League, ist eben ein wenig die Perspektive auf das Thema. Das heißt, für mich gibt es halt Unternehmen, die schauen eher auf dieses halbvolle Glas, ich sage schon von Natur aus halb voll, die aber eher ein halb leeres Glas sehen. Die sehen halt Fachkräftemangel, die sehen Supply Chain, die sagen, hör mir auf mit diesen neuen Themen, wir haben so viele Baustellen, wir können uns damit nicht auch noch beschäftigen. Und die aber vorangehen, die sehen darin eine Riesenchance, die sehen die Möglichkeit, sich am Kunden zu differenzieren, die sehen dabei auch die Möglichkeit, dem Fachkräftemangel mit Automatisierung, mit Digitalisierung zu begegnen. Und ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied. Für alle, die jetzt gerade das Handy gezückt haben, schreibt mir auf LinkedIn, ihr kriegt die Slide sowieso zugeschickt, weil ich es gerade gesehen habe. Genau, und für uns und auch für mich gilt hier einfach die Flucht nach vorn. Ich glaube, es nützt nichts abzuwarten. Es wird weder einfacher, noch billiger, noch schneller. Es nützt nichts. Ich glaube, auf diesem Pfad muss sich fast jedes Unternehmen, ich sage bewusst fast, es gibt auch Geschäftsmodelle, wo auch ich sagen muss, die haben wirklich andere Themen, aber für die allermeisten, glaube ich, braucht es in irgendeiner Form eine Lösung für dieses Thema.
Und da kommen wir gleich drauf zu sprechen, weil, und der springende Punkt ist aus meiner Sicht der, dass sich ein paar Dinge geändert haben. Früher waren solche Messen eben dazu da, ja, gesehen zu werden, und dann wurde irgendwie ein Auftrag gemacht, und dann war halt der Key Account Manager oder die Key Account Managerin da alle paar Monate zum Kaffeetrinken hin, und dann war das eigentlich so more or less erledigt. Im digitalen Umfeld ist es aber sehr viel komplexer. Eure Kunden sehen Magazine online, sie lesen Blogs, sie sind auf LinkedIn, sie sind auf TikTok, sie sind auf Suchmaschinen unterwegs, sie sind auf eurer Webseite, im Kundenportal, sie lesen Rankings. Ihr könnt es in Wirklichkeit extrem schwer überblicken, wo der Kunde gerade aufschlägt. Und das macht es natürlich zu einer großen Herausforderung. Es nützt aber nichts. Also man kann sich da jetzt nicht beschweren. Das tun nämlich 8%. 8% der B2B-Unternehmen sagen, im Kontext der Digital Experience sehen sie sich noch nicht so leicht im Vorteil gegenüber ihren Mitbewerbern. Das heißt, kaum ein Unternehmen würde von sich behaupten, wir sind besser, wir sind differenziert, wir begeistern unsere Kunden mit der Digital Experience. Gleichzeitig wollen aber 60% eurer Kunden mit euren Verkäufern nicht mehr sprechen. So, daraus ergibt sich aus meiner Sicht ein Stück weit eine Herausforderung, und der muss schlicht und einfach begegnet werden, weil wenn man sich dann die Daten anschaut, was der Kunde denn will, wenn er nicht mit dem Kunden spricht, dann sieht man eben hier, wenn man die Journey sozusagen anschaut, von der Identifizierung neuer Lieferanten über die Bewertung neuer Lieferanten bis zum Kauf und Wiederkauf, dass eigentlich 70-80% in irgendeiner Form einen Self-Service wünschen. Das heißt, man sieht das erste Mal, B2B-E-Commerce ist nicht der Online-Shop, es ist nicht Shopify Plus, schnell Warenkorb voll machen und ab die Post, ist auch ein Case, aber es ist eben nur eine Art von E-Commerce im B2B-Umfeld. Und das sieht man dann auch ganz gut, wenn man schaut, mit welchen Trends sich CMOs heute beschäftigen, dann geht es halt darum, dass ja am Ende des Tages sich ganz viel um das Thema Customer Experience dreht. Es geht darum, dass eure Kunden und Kundinnen natürlich eine B2C-like Experience erwarten, obwohl sie im B2B sind. Die sind ja nicht quasi den ganzen Abend auf Amazon, TikTok, LinkedIn unterwegs, machen irgendwas, schauen auf Netflix und dann gehen sie am Morgen ins Büro und sagen, und jetzt freue ich mich auf mein Einkaufsportal und den Katalog, sondern das geht ja irgendwie weiter, und dem muss man eben begegnen. Und das zeigt sich eben auch bei den Umfragen, wenn man fragt, mit welchen Themen sich denn diese CMOs tatsächlich beschäftigen. Und zusammengefasst glaube ich, wenn man sich so ein bisschen anschaut, wo geht der Trend hin, dann begann das Ganze eben beim Single-Channel, also sprich beim Außendienst, ging dann in den Multi-Channel, wo Außendienst und beispielsweise Shop zusammengekommen sind, geht in dann sowas wie ein Omni-Channel, wo vielleicht noch eine Abholstation integriert ist, ein Kundenportal integriert ist oder. Und ich glaube, die Welt wird dahin gehen, dass das Ganze unified ist, das heißt, dem Kunden ist eigentlich egal, auf welchem Touchpoint er mit euch in Kontakt tritt, möchte einfach eine gute Experience haben. Das heißt, für euch die Herausforderung ist, ihr müsst einerseits, wie wir vorhin gelernt haben, die Kanäle, auf denen Kunden mit euch in Kontakt, also auf euch aufmerksam werden, mit euch interagieren werden, explodieren. Andererseits explodieren die Touchpoints. Das Ganze führt natürlich zu einer großen Komplexität. Und wenn man sich das Ganze anschaut, dann glaube ich, dass es sowohl technisch als auch organisatorische Komplexitäten und Fragestellungen mit sich bringt. Und ja, wenn man dann mal schaut, welche Touchpoints so da sind und was das Ganze für ein Unternehmen bedeutet, dann reicht es eben von Blog über Social Media und geht natürlich entsprechend intern von Marketing, Vertrieb, IT in die unterschiedlichsten Systeme rein, von CRM, ERP, CMS, OMS, CAD, wenn man irgendwie Konstruktionen macht und so weiter und so fort. Das heißt, es ist unfassbar komplex. Das macht es eben genauso schwierig. Und fairerweise macht es mir auch deswegen sehr viel Spaß, diese harten Nüsse dann auch knacken zu dürfen. Und typischerweise, wenn man das dann aufzeigt, dann kommt der Manfred aus dem mittelständischen Unternehmen, der irgendwie ein Familienunternehmen hat, Weltmarktführer ist, und sagt, ja, aber alles schön und gut, Flo, aber bei uns ist alles anders. Wir machen 1 Milliarde Umsatz, wir sind so viel profitabler, alles schön und gut, lass mich damit in Ruhe. Und ich glaube, wir haben ihn jetzt hier als Mittelstands-Manfred, in Anlehnung an Agenturboomer, falls der ein oder andere das kennt, diese Persona aufgeworfen.
Für den sind es natürlich unvorstellbar viele Schlagwörter von Agilität über neue Mitbewerber, die kommen. Was macht Amazon mit meinem Geschäftsmodell? Was macht vielleicht der Marketplace in meinem Geschäftsmodell mit mir? Wie funktioniert es in meiner Gewinn- und Verlustrechnung, die sich die letzten 30 Jahre nicht geändert hat? Wie muss ich Deckungsbeiträge rechnen? Was bedeutet das für meine Personalkosten? Und so weiter und so fort. Und kann sich dann natürlich unterschiedlichste Dinge vorstellen oder auch nicht vorstellen, wenn es um Click und Collect geht. Wie kann ich jetzt am Beispiel Würth, was bedeutet das, wenn ich irgendwo Pakete abholen will? Oder wenn ich zum Beispiel, wie ein Kunde von uns, Schragtechnik, ein Device hat, wo ich quasi was abscannen kann und die Bestellung rausgeschossen wird. Was hat das, ist das jetzt noch E-Commerce, ist das kein E-Commerce? Ein Kunde von uns mit Moisburger, die ein Kundenportal haben, wo vielleicht Orders drüber laufen, Aufträge eingesehen werden können und so weiter und so fort. Oder auch Demand-Gen und Lead-Gen. Wir haben einen Kunden mit Amann Gierbach im Zahn, der quasi Zahntechniker beliefert, beziehungsweise Zahnärzte mit Equipment, der dann feststellt, es gibt Trends auf TikTok, wo irgendwelche Videos rund um Zahnarztbedarf trenden und irgendwelche Zahnärzte durch die Decke gehen und er sich die Frage stellen muss, naja, was macht das jetzt mit meiner Marketingstrategie? Oder eben natürlich auch Marketplaces, werden wir nachher noch sehen, am Beispiel Rauch als Fruchtsafthersteller, die eigentlich aus dem klassischen Wholesale-Business kommen, die natürlich hier auch gerne eine Masterclass mit TikTok und Influencern hätten, wo das Geld aber im Account-Management und im Wholesale liegt und sich die Frage stellen, was bedeutet der Marketplace für mein Geschäftsmodell? Und als letztes Beispiel in Südamerika auch, weil wir heute gerade bei einem Kühllogistiker waren, die zum Beispiel auch kleine Kioske beliefern, aber so ein Kiosk vielleicht nur ein Handy hat und Mobile bestellen muss und da vielleicht auch irgendwie die Experience in einem komplexen Produktkatalog abgebildet werden muss. Das sind alles Herausforderungen, die diesen Unternehmen begegnen. Und wenn man sich diese ganzen Buzzwords eben anhört, dann glaube ich trotzdem, dass es keine schwarze Kunst ist, denn diese Use Cases, die wir gerade gehört haben, die wiederholen sich am Ende des Tages industrieübergreifend, abstrakt gesprochen, immer und immer wieder. Weil am Ende des Tages im Mittelstand und im B2B mehr denn je gilt, das Runde muss ins Eckige oder wir müssen einfach Geld verdienen. Und in Anlehnung an den Fußball seit Mailand oder Madrid, Hauptsache B2B E-Commerce, haben wir jetzt eben so ein paar Use Cases für euch mitgebracht, die einfach zeigen sollen, dass es unterschiedlichste Facetten in diesem Bereich gibt, die ich gerne mit euch so im Schnelldurchlauf beleuchten möchte, um dann zum Schluss auf die drei Deep Dives zu kommen, wo man ein bisschen tiefer nochmal in das Thema einsteigt. Gut, fangen wir an mit dem B2B-Commerce. Das ist so der Klassiker, irgendjemand sitzt hier wahrscheinlich drin und sagt, ich möchte meine Produkte jetzt mal beginnen online zu verkaufen, steht sehr am Anfang. Wir haben da zwei Beispiele mitgebracht von uns, Mein Arztbedarf, die quasi Ärzte beliefern, oder Amann Gierbach, die Zahnärzte beliefern. Und da ist im Prinzip die Herausforderung relativ klar. Ich möchte meine Produkte online verkaufen. Ich möchte hoffentlich höhere Margen, niedrigere Vertriebskosten. Ich möchte ein paar Neukunden, möchte ein bisschen die Kosten in den Griff kriegen. Ich brauche irgendwie Technologie dazu. Ich habe hier so ein bisschen eine Liste für euch mitgebracht. Natürlich die Klassiker, die sind auch wahrscheinlich alle hier heute da. Shopify Plus als sehr straightforward, Spryker, Scale, Magento, you name it. Das sind unterschiedlichste Lösungen, die man dafür nutzen kann, weil der Use Case am Ende des Tages relativ straightforward ist. Deswegen haben wir das auch so vom Maturity Level, so eher Kategorie, sehr frühphasig eingestuft. Und ich glaube, ganz wichtig bei dem ist eben so ein bisschen als Do's, schlanke Systeme zu wählen, mit 80-20 zu starten, nicht zu vergessen, was das mit meinem Marketing macht. Das vergessen B2B-Companies ganz gerne mal, dass das schon einen Grund gibt, warum die Vertriebskosten im Handel so sind und dass die auch nicht alle nur reich werden, weil sie eben Marketing, Content und Co. liefern müssen. Und man muss das Ganze großzügig planen. Deswegen sind es für mich so typische Fuck-ups, dass man die Anforderungen beispielsweise unterschätzt, sprich Komplexität unterschätzt und das Ganze dann in zu viel Zeit und Aufwand mündet, dass das PIM vergessen wird, dass die Produktdatenqualität übersehen wird, dass die Profit- und Loss-Rechnungen nicht stimmen oder eben, dass man sich komplett verplant und irgendwie im kompletten Nirvana landet und ja, die Vollständigkeit der Features ist auch immer so ein Thema, ob man wirklich weiß, dass man wirklich komplett alles am Schirm hat. Funny Side Story, ich habe erzählt, ich bin ja im Aufsichtsrat der Huber Holding, das ist so ein Multi-Brand-Fashion-Unternehmen.
Die haben sich zum Beispiel auch in der Erwartung, dass sie da jetzt quasi ein Unicorn bauen, haben sie sich eine ultimativ komplexe Infrastruktur hingestellt und sind jetzt permanent damit beschäftigt, ihre Infrastruktur zu managen. Und ich fand das irgendwie ganz nett im Vergleich zu Snox, die quasi hier ja auch sehr, sehr viel Wirbel machen, die halt über Amazon sehr schlank gestartet sind, jetzt über Shopify skalieren und sich eigentlich vor allem um das Thema Marketing und Online-Marketing und ähnliche Dinge kümmert. Und das heißt für mich, ich würde in diesem Fall eher dazu raten, sehr schlank mit einem Software-as-a-Service-Tool zu fahren, 80-20 zu machen und sich erstmal darum zu kümmern, ins Tun zu kommen. Zwei Beispiele davon, wie wir das gelöst haben. Beispiel eben mein Arztbedarf, die wickeln inzwischen 20 Millionen Euro Digitalumsatz ab und wir ziehen das gerade jetzt auf Shopify Plus um von WooCommerce, haben es bewusst verschlankt, weil es eben deutlich schneller geht und wir kriegen so einen Relaunch in unter 100 Tagen her und in weniger als 2 Monaten, was echt massiv ist. Oder wir haben es auch bei Amann Gierbach, das war ein Spryker-Projekt, das haben wir auch in 100 Tagen fertig entwickelt und es ging eigentlich nur, weil wir den Scope von 600 Storypoints, komme ich nachher noch dazu, auf 200 runtergescoped haben, sehr viel Funktionalität rausgenommen haben und schnell an den Markt gegangen sind. Das ist mal so zum ersten Use Case. Es kommen nur noch 6, also es ist noch, ihr kriegt das für euer Geld. Das zweite, Self-Service Customer Portal. Das ist ein Riesenthema, was, glaube ich, gerade in sehr vielen Unternehmen stattfindet. Da geht es im Prinzip darum, den Kunden on demand einen Service auszuliefern und die Geschäftsbeziehungen transparent zu machen. Zwei Beispiele, die wir gemacht haben, waren Moisburg und Pfeiffer. Nachdem wir hier mit Hidden Champions sprechen, habt ihr von den Unternehmen wahrscheinlich auch noch nie gehört. Würde mich jedenfalls sehr wundern, wenn das der Fall wäre. Und worum geht es im Kern? Am Ende des Tages habt ihr natürlich unterschiedliche Systeme mit euren Kunden. Die sprechen mit euch im CRM, die sprechen mit euch im ERP, also sprich über Aufträge, Orderstatus und Co. Die haben vielleicht noch irgendwie einen Servicebereich. Und das Ganze soll halt zu einer Lösung zusammengeführt werden, weil der Kunde natürlich nicht, ihr wollt ja auch nicht quasi einmal auf Amazon Prime, dann auf Amazon, dann da was bestellen, sondern ihr wollt halt eine nahtlose Experience. Und genauso wollen es eure Kunden auch. Die wollen ein Login, da wollen sie alle ihre Themen sehen. Möglichst einfach, möglichst transparent, möglichst vollständig. Wie schon gesagt, hier unten nochmal der Self-Service ist gerade insbesondere in bestehenden Kundenbeziehungen extrem wichtig. Die Kunden wollen nicht quasi auf die Telefonzeiten eures Innendienst angewiesen sein, sondern die wollen sich 24/7 beschäftigen. Und deswegen glaube ich, dass es ein riesengroßes Thema ist. Auch, wenn man sich die Stellenangebote anschaut, weil natürlich auch im Vertrieb Fachkräftemangel herrscht. Und deswegen dort natürlich auch mit diesem Thema der Automatisierung der Fragestellung begegnet werden kann. Was sind hier so die Schlagworte? Herausforderungen, eben die Prozesse zu verschlanken, zu streamlinen, Kosten zu senken. Kosten, 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 großes Thema, gerade vielerlei. Technologisch gibt es da unterschiedlichste Lösungen, wie man sich dem nähern kann. Ich glaube, da gibt es kein richtig und kein falsch. Es hängt wirklich von den Details ab. Deswegen sind ja auch alle großen Logos drin. Es ist vom Maturity-Anspruch schon ein wenig mehr. Und bei den Do's and Don'ts kommen wir nachher noch in der Tiefe zu sprechen. Aber am Ende des Tages muss der Nutzen da sein. Die Prozesse müssen gestreamlined werden und die Leute wollen auch mitgenommen werden. Und ich fand so eine funny Side Story aus einem unserer Projekte. CIO und CEO reden 3 Jahre über ein Projekt, was man tun sollte. Und erst nach unserem Design Sprint haben sie dann festgestellt, dass sie 3 Jahre über unterschiedliche Projekte gesprochen haben. Was ich damit sagen will, ist, die Dinge sind oft sehr abstrakt. Ihr habt unterschiedliche Vorstellungen. Macht es explizit, zeigt es auf, macht es einen Prototyp. Schaut es euch an, was ihr damit meint. Weil ein anderer Grund, warum ich dieses Thema sehr spannend finde, ist, ein anderer Kunde, der mir erzählt hat, ja, wir hätten ja Kunden, wir könnten ja wachsen, aber wir haben keine Vertriebler mehr. Also wir können quasi nicht mehr genügend Papier ausfüllen, um die Aufträge abzuwickeln. Wir müssen uns irgendwas einfallen lassen. Und ich glaube, deswegen ist das Thema Customer Portal super spannend. Und eben 2 Beispiele, wie schon gesagt, ist einmal Moisburger. Die machen, ich weiß nicht, ob jemand hier im Spritzguss unterwegs ist oder so einen Bezug hat zum Maschinenbau. Die machen quasi die Formaufbauten für die Werkzeuge in der Automobilindustrie oder in allen möglichen Industrien in Wirklichkeit. Da haben wir das gemacht und Pfeiffer ist ein Holz, also Holzrohstoffunternehmen
Und ganz interessant, bei Moisburger konnten wir im ersten Jahr den Aufwand im Innendienst um 20% senken, was bei 300 Leuten schon eine Menge ist. Und bei Pfeiffer haben wir es geschafft, innerhalb von einem Jahr 10% des Umsatzes, was bei so einem Unternehmen relativ schnell sehr viel ist, zu digitalisieren. Genau. Kommen wir zum dritten, der Enterprise Marketplace. Auch ein sehr spannender Use Case aus meiner Sicht im B2B-E-Commerce. Klassischer Fall von, ich möchte mein Sortiment erweitern, ich möchte mein Lagerrisiko verringern. Und da jetzt die Klassiker Klöckner und Konrad als zwei Beispiele aus Deutschland, die es aus meiner Sicht sehr gut gemacht haben. Gibt bestimmt auch mehr. Aber um euch so ein bisschen Einblick zu geben, was ist ein Enterprise Marketplace? Es gibt natürlich einmal Marketplaces, wo quasi nur der Marktplatz gemanagt wird. So à la Etsy, Uber und ähnliches. Und da gibt es eben den Enterprise Marketplace, wo ich sozusagen mein eigenes Sortiment erweitern will um das Sortiment und Services von Dritten. Das ist natürlich super spannend, weil ich natürlich auf der einen Seite verwandte Produkte, andererseits eben auch verwandte Services auf die Plattform bringen kann. Jetzt hier am Beispiel, wenn ich zum Beispiel Tierfutter verkaufe, kann ich natürlich auch die Leine dazu verkaufen oder das Hundeschule-Training sozusagen vermitteln. Oder ich kann im Maschinenbereich kann ich natürlich auch Equipment dazu verkaufen oder auch so Dinge wie ein Verleih. Wenn ich gewisse Equipment zum Beispiel nicht das ganze Jahr brauche, kann ich die auch über einen Verleih lösen. Aus meiner Sicht ist das einer der komplexesten Use Cases. Also ich traue das, würde das nicht jedem ans Herz legen, die da noch sehr am Anfang steht. Aber es ist natürlich super spannend, weil ich eben schaffe, freies Kapital zu generieren, weil ich eben nicht mehr alles selber aufs Lager legen muss. Das war natürlich in Zeiten von niedrigen Zinsen war das weniger ein Thema. Heute ist natürlich das Thema Lager und Supply Chain riesig, wer da wirklich lieferfähig ist. Und deswegen habe ich das auch hier so draufgenommen. Das hat natürlich einen riesen Impact auf das Thema Neukunden, weil ich im Zweifelsfall halt lieferfähig bin und weil ich über die verwandten Sortimente natürlich mein Share of Wallet am Kunden nochmal deutlich erhöhen kann. Bei den Technologiepartnern habe ich jetzt hier nur Spryker aufgenommen. Es gibt auch noch Miracle, das in Verbindung mit Magento halt funktioniert. Aber ich glaube, so im Bereich Marketplace ist Spryker schon eine der Enterprise-Lösungen, die da wirklich vorne mit dabei sind. Aber wie gesagt, ich würde es wirklich nur jedem ans Herz legen, der oder die einen sehr hohen Greiferat aufweist, weil natürlich das ganze Inventar muss da sein, die Prozesse müssen da sein. Ich muss auch zweiseitig Vertrieb machen. Ich muss natürlich einerseits Händler vermarkten, also ansprechen, onboarden, gewinnen und andererseits Kunden. Das heißt, ich habe alles sofort gedoppelt. Die allermeisten sind natürlich noch mit einer Seite sozusagen des Marktplatzes beschäftigt. Aber, wie schon gesagt, es ist super spannend. Einer unserer Gesellschafter ist die Rusmedia, ein Nischenmedienunternehmen, die halt sagen, es gibt kaum was Profitableres und Verteidigbares als ein Nischenmarktplatz. Also wenn man dieses Thema geknackt hat, ist es halt, da kriegt der typische Mittelständler feuchte Augen, wenn er sieht, was die an EBIT-Margen da rausdrücken. Wo ich aber einen sehr spannenden Use Case sehe, zum Beispiel im B2B-Umfeld, ist, es gibt ja wahrscheinlich den einen oder anderen hier im Raum, wo zum Beispiel über Buy-and-Build-Verfahren Unternehmen dazu gekauft werden. Das heißt, ich habe ein gewisses Produktsortiment und dann kaufe ich einen weiteren Spieler dazu, um quasi eine weitere Produktkategorie zu erschließen oder ein weiteres Land zu erschließen. Und in so einem Fall kann ein Marktplatz doch Sinn machen, um sozusagen nicht die ganze Integration im Hintergrund leisten zu müssen, sondern eigentlich meine ganzen Produkte, meine ganzen Companies aus der Gruppe sozusagen auf einem Marktplatz digital zu aggregieren und dann an einer Stelle die Exzellenz auszubilden, die es eben braucht, um das Ganze zum Erfolg zu machen. So, Hälfte haben wir geschafft. Ich hoffe, ihr seid noch da. Genau, zum Thema digitaler Vertrieb. Das finde ich auch noch sehr, sehr interessant. Das Thema Angebotsmanagement. Es gibt ja viele Unternehmen, die vielleicht gar nicht zwingend jetzt ein Produkt haben, was sie per se verkaufen können. Das nützt aber nichts, weil eure Kunden wollen trotzdem eine sogenannte Wrap-Free Experience. Das heißt, die wollen am Ende des Tages nicht für ein einfaches Angebot anrufen müssen oder womöglich den Vertriebler am Telefon haben. Zwei Beispiele hier, Hapag-Lloyd, wo ich quasi den Tagespreis bekomme. Und ein Beispiel, was ich dabei habe von uns, ist die Firma Hirschmann als Automotive OEM, wo das auch so ganz spannend war. Und da ist es eben so, dass es ja so ein Teil dieser klassischen Journey ist vom Kunden. Das heißt, eure Kunden oder eure potenziellen Leads kommen halt über irgendeinen Kanal rein, landen bei euch auf der Webseite.
Und jetzt ist die große Frage, was passiert? In der Regel passiert nichts. So 9 von 10 haben das irgendwie nicht ganz im Griff. Typischerweise geht es halt darum, diesen Lead dann zu de-anonymisieren, also zu verstehen, wer steckt dahinter, um dann quasi aus diesem Thema heraus ein Geschäft zu machen. Also da geht es eher um die Geschäftsanbahnung, um die Erleichterung im Prozess, um eben den Kunden schnell abzuholen. Und deswegen habe ich das auch nochmal hier aufgenommen, so ein bisschen als Beispiel. Es geht eben darum, diese digitale Anfrage oder die digitale Bestellung möglichst einfach zu machen und dort eben eher so auf Neukunden zu schielen, also möglichst schnell ins Neukundenthema zu kommen und die Kosten zu senken. Deswegen ist auch bei den Technologiepartnern hier so ein bisschen ein Sammelsurium dabei, weil in Wirklichkeit kann man das Thema mit unterschiedlichsten Technologien lösen. Ich kann das über HubSpot, Spryker, Salesforce, Ibexa, you name it, lösen. Es ist auch relativ unkompliziert, aber die meisten kriegen es halt trotzdem nicht hin, weil das Thema UI, UX völlig übersehen wird, weil das Thema Performance Marketing übersehen wird. Ich weiß nicht, wie viele von euch hier drin haben ein relativ großes Google AdWords Budget für ihre wichtigsten Keywords. Das ist halt, seht ihr selber, relativ wenig. Google gibt es seit 20 Jahren. Das heißt, da zahlt halt sowas natürlich super drauf ein. Aber man muss sich natürlich darüber im Klaren sein, wie das Ganze dann weitergeht, wenn diese Anfrage da stattfindet. Die typischerweise, eure Vertriebler sagen dann, jetzt müllt ihr mich hier mit irgendwelchen Anfragen zu, die sind nicht qualifiziert. Das heißt, ich muss mir über Qualifizierungsdinge und Ähnliches Gedanken machen. Aber zusammengefasst, was sind so die Themen? Eure Webseite ist in der Regel nicht ganz darauf ausgerichtet. Vielleicht habt ihr gar keine Preise verfügbar. So habe ich auch schon Unternehmen gesehen, die mehrere 100 Millionen Euro Umsatz machen und keinen Preis kann, also kein System kannte einen Preis, das wussten immer nur die Key Account Manager. Das war auch ganz interessant. Vielleicht braucht ihr gar keinen Shop, also vielleicht reicht auch einfach ein gutes Formular, so einen kleinen Mini-Konfigurator mit einer guten Anfrage. Und wahrscheinlich habt ihr euch über euren Lead-Prozess auch noch keine Gedanken gemacht, also wer qualifiziert das nach, wie geht das eigentlich? Genau. Aber lustig, wir betreuen Alpla, die sind Weltmarktführer im Bereich der Kunststoffverpackungen, also alle Coca-Cola, Plastikflaschen, alle Champons, das kommt alles von Alpla. Und die haben auch gesagt, ja, sie kennen ihre Kunden, also sie wüssten das, es geht alles gut, machen ca. 5 Milliarden Umsatz. Da haben wir mal so zum Spaß in Puerto Rico AdWords geschalten für Plastikeimer, weil die da so Standardprodukte gelistet haben. Und die haben tatsächlich mit diesen 5.000 Euro 2 Stammkunden gewonnen, die jetzt jedes Jahr einen 7-stelligen Umsatz gemeinsam realisieren. Also das ist so ein bisschen der Mismatch zwischen, was der Vertrieb denkt und was die Kunden tun, wird da an dem Beispiel, glaube ich, ganz gut sichtbar. Genau. 2 Beispiele, wo wir es eben gemacht haben. Einmal das Thema Meusburger, wo es um so ein Kundenportal geht. Die haben ca. 500.000 Angebote darüber gemanagt im ersten Jahr. Und bei Hirschmann, das finde ich auch einen sehr spannenden Use Case, ging es um das Thema Sampling. Also wenn ihr zum Beispiel Kunden habt, die mit euren Produkten planen müssen, konstruieren müssen, die vielleicht irgendwo verproben wollen, dann eignet sich halt so ein Sampling-Shop, wo die Kunden es vielleicht umsonst bekommen, um quasi gegen das Sampling die Information des Leads zu bekommen und dann quasi den Lead-Prozess zu starten. Kommen wir zum 5. Thema Order-Management. Da habe ich selber festgestellt, dass das ein recht komplexes Thema ist, als ich das aufbereitet habe. Das ist so der Klassiker mit, ich habe unterschiedliche Lager, ich habe unterschiedliche Logistiklösungen, die ich bedienen muss. Wir selber betreuen zum Beispiel AutoScout Smile, wo es darum geht, das Auto quasi vom Marktplatz bis vor die Tür zu bekommen. Oder Globus ist jetzt kein Kunde von uns, aber das ist so eine klassische Click-and-Collect-Lösung. Was ist die Herausforderung? Eben wie schon gesagt, ich habe diese unterschiedlichen Lager- und Fulfillment-Dienstleister und unterschiedlichste Herausforderungen. Ich will eigentlich die Aufträge relativ profitabel abwickeln. Es geht aber wieder ganz stark um das Thema Kostensenkung. Technologiepartner kann man auch unterschiedliche Lösungen machen. Wir sind Fluent Commerce Partner. Man kann das mit Salesforce bauen. Es ist eigentlich am Ende des Tages ein Workflow-Thema, aber sehr, sehr anspruchsvoll, weil eben die Komplexität gerne mal unterschätzt wird und das ganze Thema Data Cleaning, Data Migration gerne mal unterschätzt wird. Das heißt, so typische Fuck-ups ist, man arbeitet halt noch mit E-Mail oder Fax, wo halt so Datenerkennung ein Thema ist. Man hat sehr viele alte Legacy-Systeme, die halt super komplex sind. Die Kosten werden unterschätzt beim Thema Integration
Und es gibt halt sehr viele Systembrüche, wo halt Aufträge vom System A in das System B gespielt werden müssen von irgendjemand, der oder die im Innendienst sitzt. Und ich habe euch zwei lustige B2B-komplexe Anforderungen aus dem Order-Management mitgebracht, damit ihr so ein bisschen versteht, wo das Ganze hinführen kann. Wir haben einen Kunden gehabt in der Holzindustrie, vielleicht habt ihr das schon mitbekommen. Da war es so, dass die Ware einen relativ kurzen Weg nur haben durfte zum Kunden, weil eben weil die Kosten, also die Transportkosten zu den Produktkosten in einem idealen Verhältnis sein mussten, weil sonst die Produktkosten zu hoch geworden wären. Aber nicht jedes Lager hat jede Ware, weil nicht jedes Lager überall dort steht, wo die gleichen Bäume wachsen. Also so klassisch, das ist ja ein Edge Case, das heißt, man musste sozusagen schauen, welcher Kunde ist welchem Lager zugeordnet. Wenn die aber nur einem gewissen Lager zugeordnet sind, dann dürfen sie nicht alles bestellen. Wenn sie nicht alles bestellen dürfen, muss man gewisse Produktkataloge je Kunde anlegen und muss die entsprechend dem Lager zuordnen. Und wenn man das tun muss, dann kriegt man auf einmal recht schnell eine sehr komplexe Produktkataloglogik, die halt irgendwie an Ort, Verfügbarkeit, Berechtigung, Preis und so weiter und so fort gekoppelt ist. Und um das Ganze noch besser zu machen, war es bei denen sogar so, dass man eben den LKW vollladen musste. Sprich, der LKW muss immer voll sein. So, wie plant man einen vollen LKW? Digital, ohne dass jemand hilft. Wir mussten also hergehen und die Maße der Produkte auch pflegen und mussten dann Lagepläne im System erstellen. Und dann konnte man sozusagen auf Knopfdruck seinen LKW voll machen mit dem Produkt. Also ich brauchte, keine Ahnung, zum Beispiel 28 Paletten vom Produkt XY, der LKW fasst aber 30, dann konnte ich sozusagen auf Knopfdruck auf 30 gehen, um nicht sozusagen zu klicken und immer zu schauen, was ist jetzt der Füllstand, sondern ich konnte es quasi reverse engineered in der UX so abbilden, dass ich sage, okay, auf 100% auffüllen, den ganzen LKW voll machen. Super schwer, super komplexes Order-Management-Thema, aber das sind halt so die Edge-Cases im B2B-Bereich, wo halt Stichwort Mittelstandsmanfred, der ein oder andere vielleicht sagt, ja, bei uns ist alles anders, das geht alles nicht. Ja, vielleicht geht es eben doch. Genau. Die zwei Beispiele von uns, eben Autoscout Smile und Pfeiffer, wo das eben entsprechend umgesetzt wurde. Kommen zum vorletzten, zum Thema Your Know Your End Customer. Ich glaube, das ist auch für viele ein Thema. Ich bin irgendwie Marke, die an den Handel verkauft, an den Wholesale. Und habe keine Beziehung zu meinem Endkunden. Und es ist eben so, dass zum Beispiel Audi als Beispiel und unser Kunde Silhouette, die haben halt ein paar Dinge gemeinsam. A, sie verkaufen primär über den Händler. Zweitens, sie brauchen einen Servicepartner vor Ort, also sie können nicht ohne Handel agieren. Und drittens, sie wissen eigentlich gar nichts über die Kaufentscheidung ihrer Kunden. Da gibt es ein paar Dinge, die sich daraus ja ergeben. Das eine ist das Thema Customer Experience, also ich weiß relativ wenig darüber, wie meine Kunden meine Produkte nutzen. Der eine oder andere hier kennt vielleicht spaßige Diskussionen mit dem Einkauf von Händlern. Meistens kaufen Händler auch nur ein ausgewähltes Sortiment, das heißt, ich habe quasi kein Share of Wallet, ich kann kein Up- and Cross-Sell machen und neue Marktplätze entstehen, die das Ganze aggregieren. Das führt halt dann zu so leeren Regalen, wie wir es jetzt gerade mit Edeka haben, die halt solche Dinge entsprechend dann auslisten, wenn es da zu solchen Machtgeschichten kommt. Ja, einige haben darauf reagiert mit Adidas, die jetzt 2021 gesagt haben, deshalb gehen sie direct to consumer. Sie lassen den Handel in Ruhe und sagen, ihre wichtigste Story ist die .com-Domain. Aber siehe da, sie haben es jetzt gerade vor 2 Wochen revealed, vielleicht fehlt doch das ein oder andere im Verkaufsvolumen, vielleicht fehlt doch die Sichtbarkeit im POS, vielleicht brauche ich doch eine Service-Komponente vor Ort. Das ist nicht ganz so einfach. Also auch hier wieder so nach der Logik. Ich glaube, die Themen sind klar. Es geht halt ganz stark um das Thema Neukunden und Share of Wallet, wenn ich Direct-to-Consumer gehe. Ich kann im Bereich Marketing Automation, wenn ich quasi dann auch versuche, so Journeys aufzubauen und den Kunden kennenzulernen über sowas wie HubSpot, Salesforce, aber auch mit unterschiedlichen MarTech-Lösungen im CRM-Bereich, Marketing Automation, Direct-to-Consumer. Also man kann auch dieses Thema unterschiedlich lösen. Es ist von der Maturity so okay. Wichtig ist, nehmt euch die Zeit, in Customer Research zu investieren. Nehmt euch die Zeit, die Journeys durchzudenken. Nehmt euch die Zeit,
die Anforderungen wirklich durchzudenken. Weil da gibt es ein paar typische Fuck-ups. Typischerweise vergisst man den Händler in der ganzen Geschichte, also wie ist denn der Journey integriert. Meistens sind so Endkundendaten auch nicht das, was euer CRM heute schon kann, weil da ist normalerweise Key Account und Wholesale abgebildet. Ihr vergesst Google und Facebook und Meta und TikTok bei der ganzen Kundenakquisition. Und natürlich macht es auch was mit euch. Stichwort Change, also wer sitzt im Boardroom, wer darf mitsprechen, wie geht man damit um und so weiter und so fort. Und da habe ich eine lustige Story aus einem Projekt. Wir haben mit einem Kunden darüber gesprochen, wer glaubt, dass seine Zielgruppe ist. Und sie hatten nämlich gerade eine Kampagne am Laufen mit Dua Lipa, wo es darum ging, quasi mega fancy rüberzukommen. Als wir dann die Kunden befragt haben, haben wir festgestellt, das sind eigentlich alles über 60 und mega konservative Menschen. Also viele von euch haben wahrscheinlich auch nicht ganz so ein deckungsgleiches Bild von dem, was die Kunden, wer die Kunden sind und wer sie tatsächlich sind, weil es eben über den Handel geht. Und last but not least habe ich noch das Thema Subscription dabei. Da geht es natürlich darum, quasi wenn mal Kunden da sind, dass ihr denen über Abos und Ähnliches die Dinge dann regelmäßig verkauft und Nachbestellung möglichst einfach macht. Ist eigentlich ein alter Hut im Bereich Turbinen mit Power by the Hour, also wo ich sozusagen Maschinenstunden kaufe. Aber hat natürlich sehr viele schöne Side-Effekte. Ich habe einen sehr planbaren Cashflow. Ich habe ein gleiches Interesse an Wartung und ähnlichen Dingen. Und wenn man sich das Beispiel Philips anschaut, dann ist es eben so, dass die dann auch solche Dinge mit Lichtlösungen, wo ich sozusagen meinem Kunden eine ganze Lichtlösung mit Produkt, Wartung, Service, dann wieder die Reorder von neuen Produkten, dass ich das alles quasi im Abo zu fixen Preisen anbieten kann und damit natürlich ganz andere Lösungen schaffe beim Kunden und das Ganze entsprechend nach vorne treibe. Und ja, da sind natürlich sehr, sehr viele spannende Dinge drin, dass es eben neue Erlösströme gibt, wiederkehrende Bestellungen gibt. Das heißt, es geht ganz stark um das Thema Share of Wallet, dass eben auch kein anderer dort reinkommt, weil eben die Lösung platziert ist. Ich kann es auch wieder mit unterschiedlichsten Tools lösen. Ich glaube, dass Subscription schwieriger ist, als man so meint im ersten Moment, weil ich natürlich sowas wie Cashflow-Planung, auf einmal sitzt der CFO mit am Tisch und sagt, okay, wie stellt ihr euch das vor? Es ist sowas Thema Fulfillment, wann kommen die Orders, wie bewirtschaften wir das, wie verhalten sich Personalkosten zu Abo, also das Ganze auch richtig zu kalkulieren. Das sind alles Dinge, die nicht ohne sind. Und deswegen muss man sich da eben Zeit nehmen für so Pricing, für Research, für IT und so weiter und so fort. Es braucht eben deswegen einige Dinge, die ganz relevant sind. Ihr habt natürlich vielleicht heute Partner und Wiederverkäufer, die davon leben, dass nachbestellt wird. Denen müsst ihr das irgendwie erklären. Ihr braucht Kapazität, um das Ganze zu supporten. Fulfillment wird neu. Eben, und wie schon gesagt, Cashflow und ähnliche Dinge. Was sind so die typischen Fuck-ups? Man schaut sich das eben nicht gut genug an. Die Preise sind vielleicht auch super kompliziert. Also viele haben halt sehr, sehr komplexes Pricing und wollen vielleicht gar nicht diese Preise vereinfachen. Also die leben auch von der Intransparenz der Preise. Die Skalierung fehlt, also das Ganze nur für ein paar zu machen, ist halt super schwer. Und man muss das Ganze natürlich auch entsprechend integrieren in die Bestandssysteme. Das waren jetzt 7 Use Cases. Deswegen höre ich jetzt mal kurz für einen Moment auf zu reden. Und wir sprechen gleich über Case Studies, weil diese Use Cases, ihr habt jetzt viel fotografiert, das ist alles schön und gut. Die Use Cases sind simpel. Die Frage ist, kriegt man es umgesetzt? Deswegen hier 2 Zitate von uns. Einerseits, glaube ich, wenn ihr zu lange überlegt, seid ihr relativ schnell raus. Und andererseits, glaube ich, es ist zwar ein bisschen vulgär, zum Glück auf Englisch, aber Ideas are shit, Execution is the game von Gary Vaynerchuk ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, das nochmal hervorzuheben. Und deswegen haben wir jetzt 3 Use Cases für euch dabei, wo wir das ein bisschen in der Tiefe beleuchten. Wir starten mit Schrack. Schrack ist Fachhändler und Distributor im Elektrobereich. Hat ja kurz 27% Digitalanteil. Meusburger Weltmarktführer im Bereich Normalien. 60% Digitalanteil, also massives digitales Business. Und zum Schluss Rauch, die halt eher Abfüller und Fruchtsafthersteller sind, die keinen signifikanten digitalen Share haben. Und ich darf das Wort kurz an die Tanja übergeben, die ein wenig was zum Thema Schrack erzählt.
riesengroße Runde. Meine Uhr hat jetzt gerade schon ein paar Mal mich gewarnt, dass mein Puls ein bisschen zu hoch ist. Deswegen nehmt Nachsicht mit mir, wenn ich ein bisschen nervös bin hier auf dieser Bühne. Ist ja nicht etwas, was man alle Tage macht. Flo hat es gerade schon gesagt. Ich darf euch heute ein bisschen in die Schrackwelt entführen und vor allem über Design im Kontext der Custom Experience sprechen. Und wir haben es eben auch schon gehört, 81% Unternehmen haben inzwischen verstanden, in die Custom Experience tatsächlich investieren zu müssen. Warum? Es geht einerseits natürlich um Transaktionen, die wir im E-Commerce-Kontext auf die Beine stellen wollen, aber natürlich auch um wiederkehrende User. Und wenn wir da im Blick behalten, dass 88% der User und Userinnen nicht zurückkehren, wenn sie eine schlechte Experience wahrgenommen haben, dann ist es natürlich absolut suboptimal und betont nochmal die Wertigkeit der Custom Experience und dahin auch investieren zu müssen. Das wird jetzt natürlich eine Zahl sein, die wird euch nicht überraschen. Ich meine, jeder von uns ist da sehr, sehr kritisch und dementsprechend gilt es eben auch zu berücksichtigen. Was ist aber wichtig, wenn es um richtig gute Custom Experience geht? Im Zweifel geht es nicht nur um die richtigen Funktionen, sondern vor allem auch um Design. Denn wenn wir jetzt hier einmal schauen, wir sind ziemlich kritisch und innerhalb von 50 Millisekunden treffen wir im Zweifel ein Urteil über einen digitalen Touchpoint und entscheiden darüber, ob wir weiter surfen oder wieder abspringen. Das ist jetzt eine sehr abstrakte Zahl. Wenn ich euch jetzt sage, dass wir 4 bis 6 Mal länger brauchen, um zu zwinkern, dann brauchen wir uns nicht die Illusion machen, dass wir mit tollen Produktpaletten, mit Texten oder Funktionen überzeugen, sondern es geht um den ersten Eindruck und die darauffolgenden, die wir vor allem über designspezifische Themen natürlich auch treiben können. Und wenn es dahingehend zur Diskussion mit unseren Kunden und Kundinnen kommt, dann haben wir ganz oft die Thematik, dass es plötzlich in Richtung innengetriebener und subjektiver Geschmacksdiskussionen geht und weniger darum, ob wir jetzt gerade das Richtige gestalten oder es vielleicht auch in die falsche Richtung geht. Denn es ist definitiv nicht dasselbe. Und wenn wir darüber sprechen, was jetzt eigentlich richtiges Design am Ende des Tages ist, können wir natürlich einerseits über Markenwerte kommunizieren und davon ableiten natürlich auch die User Interface Entscheidungen treffen. Aber es ist vor allem, und Flo hat es vorher auch schon gesagt, der User, der im Zentrum unserer Überlegungen sein sollte. Denn wenn ich höre, gefällt mir nicht so, dann ist es im Zweifel nicht so, dass ich den User in meiner Diskussion um die richtige Gestaltung berücksichtigt habe. User Interviews, Usability Testings helfen da natürlich, aber selten finden wir eine Struktur vor, die das dann letztlich auch schon bewerkstelligt. Was dabei zusätzlich hilft, sind dann empirisch erforschte Insights aus der User-Psychologie, die dann natürlich auch nochmal helfen, die Entscheidungen und die Diskussionen in die richtige Richtung zu lenken. Bei Schrack hatten wir dieses Glück, dass Sie das schon lange verstanden hatten und dass wir mit über 750 tatsächlichen Kunden Insights dann auch arbeiten durften. Und vielleicht, bevor ich euch wirklich praxisorientiert dann so ein paar Ergebnisse zeige, ein paar Kennzahlen über Schrack. Flo hat es gerade schon gesagt, das ist ein führendes Technologieunternehmen im Bereich Elektrotechnik, Gebäudetechnik, Netzwerktechnik. Und Sie hatten es sich eben auch auf die Fahne geschrieben, Ihren digitalen Umsatz über einen neuen E-Commerce-Shop dann letztlich auch in die Höhe zu treiben. Um genau zu sein, innerhalb von 2 Jahren auf ca. 33%. Und das wollten Sie, indem Sie alle Prozesse entlang der Customer Experience von so einem Elektriker letztlich dann natürlich auch digitalisieren und sehr, sehr gut in eine Experience gießen, um auch im Wettbewerb dann die Nummer 1 im Markt zu werden. Was dahingehend auch sehr wichtig war und was auch eine Erkenntnis aus diesen ganzen Innenansichten und auch User-Interviews dann letztlich auch war, wir hatten das Glück, dass wir mit extrem vielen Bestandskunden zu tun hatten, die Schrack natürlich auf die Reise mitnehmen wollte. Dementsprechend war es da dann auch sehr, sehr wichtig zu schauen, die Balance zu finden zwischen Neuem und Alten, um dann auch die Akzeptanz des neuen Touchpoints letztlich auch auf die Beine zu stellen. Und dahingehend war es dann eben enorm wichtig zu schauen, mit welchen Usern haben wir es denn jetzt eigentlich tatsächlich zu tun. Und ganz typisch im B2B-Kontext ist es so, dass wir es im Zweifel nicht nur mit einer entscheidungsrelevanten Person zu tun haben, sondern im Zweifel mit Entscheidungsvorbereitern und letztlich dann natürlich auch mit Entscheidungstreibern und den letztlichen Entscheidern. Hinter mir seht ihr eine exemplarische User-Journey, wie sie bei Schrack ganz
häufig vorgekommen ist und wir sehen dort auch ganz unterschiedliche Use Cases. Während der Elektriker eher am Stöbern ist und entsprechend die Vorarbeit leistet, ist für den Einkauf im Zweifel ein ganz anderer Prozess wichtig und für den Inhaber erst recht. Dementsprechend war es wichtig, diese Use Cases im Blick zu behalten und durch die Kundeninterviews und letztlich natürlich dann auch über die Analyse von Daten noch mehr Insights zu generieren, die uns die richtige Basis für die richtigen Entscheidungen gegeben hat. Und die wichtigsten drei habe ich euch jetzt hier mit dabei und ich möchte eigentlich dann auch gleich im Nachgang auf jeden Einzelnen nochmal im Detail eingehen, wie wir es jetzt letztlich auch gelöst haben, beziehungsweise wie sich das dann auch im User Interface Design wiedergespiegelt hat und welche userpsychologischen Paradigmen vielleicht dann auch zum Tragen gekommen sind. Eines der wichtigsten Themen war, wir haben natürlich viele Vielkäufer, wir haben aber auch Bedarfskäufer. Beide sind genauso wichtig, beide haben aber ganz unterschiedliche Anforderungen. Dann haben wir Lieferzeiten, sowohl im B2C als auch im B2B-Kontext, ein wichtiges Entscheidungskriterium, aber vor allem auch individuelle Preise, wie wir es aus dem B2B-Kontext auch ganz oft kennen und auch schon von Flo gehört haben. Und last but not least, rollenspezifische Inhalte und Individualisierbarkeit meiner Services, die ich letztlich auch auf der Plattform habe, im Kundeninformationssystem habe, waren da dann letztlich auch wichtig, gut zu durchdenken, um einen gewissen Wettbewerbsvorteil innerhalb von diesem Markt dann auch gewährleisten zu können. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt mal mit dem ersten Thema rein. Vielkäufer versus Bestandskäufer bzw. Bedarfskäufer. Und hier sieht man jetzt ein und dieselbe Seite, nämlich die Product Overview Page, wo wir es ermöglicht haben, dem User über die Auswahl der Darstellung dann letztlich über klassische Kachelansichten bis hin dann zur komprimierten Fassung dann auch zu gehen. Und so auch die jeweiligen Use Cases besser abfedern zu können und den Flow dann zu beschleunigen. Wir haben hier auch Schnellansichten der PDP dann auf die Beine gestellt, um auch hier wiederum die Prozesse effizienter zu gestalten und die Vielkäufer an der Stelle dann auch nochmal besser mit ihren Bedürfnissen dann zu befriedigen. Welche userpsychologischen Paradigmen sind da jetzt eigentlich zum Tragen gekommen? Ich habe euch ein paar exemplarische dabei. Gerade wenn wir umfangreiche Produktportfolios haben, haben wir es ganz oft mit Choice Overload zu tun. Das heißt nichts anderes als, je mehr Wahlmöglichkeiten ich habe, desto überforderter bin ich und desto eher sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass ich tatsächlich auch konvertiere. Dementsprechend wichtig ist es, über Filtermöglichkeiten dann natürlich auch diesen Umfang zu reduzieren und auf meine Bedürfnisse einzuschränken. Miller's Law hilft dabei dann auch, wenn ich mich darum bemühen möchte, wie viele Themen platziere ich eigentlich innerhalb von einer Screeneinheit. Denn dieses Lobby sagt, dass wir 7 plus minus 2 Items tatsächlich in unserem Arbeitsgedächtnis verarbeiten können. Und Chunking ist dann letztlich die Gruppierung, die sinnvolle Gruppierung von Informationen, um dann letztlich auch wiederum die Verarbeitung von Informationen besser zu bewerkstelligen und den User nicht zu überfordern. Das sieht man beispielsweise beim Filter mit den Dropdown-Elementen. Die wohl wichtigste Seite, die Product Detail Page, hier werden spätestens Entscheidungen gefällt und hier kommt beispielsweise der Serial Position Effekt zum Tragen, wo bedeutet, dass ich tendenziell die erste und die letzte Instanz einer Serie besser im Arbeitsgedächtnis verarbeiten kann und das kann ich natürlich berücksichtigen, indem ich darauf achte, wie diese Seite aufgebaut ist. Sprich, erste Screeneinheit, alle entscheidungsrelevanten Informationen, neben Bildern natürlich dann auch die Bullet Point verarbeiteten Informationen für meinen Entscheidungszyklus dann darzustellen und am Ende der Seite auch wieder den CTA zur Verfügung zu stellen. In dem Fall haben wir das gelöst, indem der rechte Teil stehen geblieben ist und der linke Teil scrollbar war. Power of Scarcity heißt nichts anderes, Rares erscheint uns wertvoller und dementsprechend ist der Bedarf höher und die Conversion-Wahrscheinlichkeit wiederum steigt. Und das haben wir hier gelöst, indem wir die Elektrikerbedürfnisse entsprechend berücksichtigt haben und gesagt haben, so und so viele Stück sind in 24 Stunden lieferbar. Somit haben wir das nochmal mit einem positiven Effekt versehen und konnten hier sowohl Bedürfnis erschlagen im positiven Sinne und letztlich natürlich auch diesen Effekt für uns nutzen. Denn es geht immer darum, Risiko zu minimieren und Sicherheit innerhalb der Entscheidung letztlich auch auf die Beine zu stellen. Und das war dann mit Risk Aversion entsprechend auch ein ganz wichtiger Punkt, um hier entgegenzuwirken und Sicherheit zu generieren. Der Present Bias besagt, sobald ich
weiß, was ich für die Abgabe einer E-Mail beispielsweise bekomme und einen direkten Effekt habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch wiederum höher, dass ich dann tatsächlich auch konvertiere. Und das haben wir eingesetzt, indem wir gesagt haben, hey, wenn du dich einloggst, dann bekommst du individuelle Unternehmenspreise. Und so konnten wir natürlich auch nochmal den Login forcieren. Und jeder weiß, im B2B, aber auch im B2C-Kontext ist es total wichtig, eingeloggte User zu haben, um auch deviceübergreifend personalisiert arbeiten zu können. Das letzte Beispiel, das ich euch mitgebracht habe, sind Individualisierbarkeit je nach Rolle. Das ist jetzt der Kundeninformationsbereich, wo ich als User natürlich die unterschiedlichen Rollen berücksichtigt habe. Wir haben es vorher gesehen, Inhaber Elektriker beispielsweise. Und diesen kann ich entsprechend natürlich auch individualisieren, indem ich meine relevanten Prozesse darstelle und dementsprechend auch abrufen kann. Somit kann ich auch hier wieder den kognitiven Overload reduzieren und auf die Bedürfnisse der Zielgruppe sehr viel besser einzahlen, um eine bessere Experience auf die Beine zu stellen. Last but not least habe ich euch hier noch ein kleines Beispiel mitgebracht, wie wir mit Informations- bzw. Vorteilsboxen umgegangen sind, durch das, dass wir in diesem Bereich extrem viel Innovation reingebracht haben, was die Funktionen betrifft, war es uns dann letztlich auch wichtig, diese Bestandskunden an die Hand zu nehmen und ihnen darüber dann nochmal zu vermitteln, was eigentlich hier die Vorteile sind und konnten hiermit dann auch ganz bewusst diese Akzeptanz nochmal in die Höhe schrauben. Was können wir also mitnehmen? Schön ist nicht gleich richtig, Kundenbefragungen lohnen sich definitiv und wenn das nicht möglich ist, dann empfiehlt sich auch auf die empirischen Ergebnisse aus der User-Psychologie zurückzugreifen, um hier einfach dann auch die richtigen Entscheidungen zu treffen und die richtigen Diskussionen zu führen. Flo hat es vorher schon gesagt, B2C-Experience gleich B2B-Experience. Wir dürfen hier keinen Unterschied mehr machen. Die Ansprüche wachsen auch an B2B-User-Interfaces und dementsprechend sollten wir auch hier zukünftig den Fokus drauf legen und geniale Experiences auf die Beine stellen. Zudem, Innovation ist nicht gleich Erfolg im E-Commerce-Bereich. Es ist wichtig, hier nochmal einen Schritt zurückzugehen, nicht die Plattform mit lauter Funktionen voll zu klatschen, sondern zu gucken, was braucht der User wirklich, das ordentlich zu machen und dann im Zweifel in einem Phasenmodell die zusätzlichen Funktionen nach und nach hineinzubauen, um erstmal die Hausaufgaben zu machen und später dann mit der Kuh aufzusetzen und durch die Begeisterung dann letztlich Bestandsuser immer wieder aufs Neue zu begeistern. Und das war es soweit von mir und dann gebe ich wieder ab an den Florian. Vielen Dank euch. Das war jetzt ganz erfrischend von der Tanja. Ich komme nochmal zurück auf das Thema Commerce-Plattform. Also Was bedeutet es eigentlich, so ein Riesenprojekt zu stemmen? Daher nochmal kurz der Blick auf unser Projekt bei Meusburger. Ich habe da ein paar Insights für euch mit dabei. Sehr spannend. Eben wie schon gesagt, circa 300, 350 Millionen Euro Umsatz, über 60% Digitalanteil, 20.000 Kunden. Eben und im Produktsortiment im Bereich Konstruktion, Werkzeugbau unterwegs. Also the most unsexy business you can imagine. Aber richtig, richtig, wie soll ich sagen, spannend, das Ganze zu begleiten, weil die haben einen mega digitalen Footprint. Also diese 60%, die fallen nicht vom Himmel. Die haben eine Webseite mit Inhalten, Blogartikeln, mit Teasern. Die haben konfigurierbare Produkte, Spezialanfertigungen. Die haben ein Kundenportal. Die haben sogenannte Wizards, also Planungstools für Konstrukteure, wo ich quasi auch ganz besondere Services bekomme und einzigartiges Order-Management. Die haben eben einen Webshop, wo sie Standardartikel verkaufen und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt auch, wollte euch ein paar Bilder zeigen, nicht nur erzählen. Hier ist so ein kleiner Sneak Peek aus einem Kundenportal. Man sieht eben dort Bestellhistorie, Auftragsmanagement, Angebotsmanagement und vieles mehr. Oder man sieht die Auftragspositionen, man sieht vergangene Warenkörbe, den Lieferstatus und so weiter und so fort. Das war unser erstes Projekt, das ist jetzt eben schon seit über einem Jahr live. Und die sind jetzt gerade dabei, eben in Richtung Commerce-Plattform zu gehen, wo so ein PDP und Produktkonfigurator stattfindet. Ihr seht es hier, das hat mit einer normalen PDP, wie man sie hier sonst auf der OMR sieht, relativ wenig zu tun. Irgendwelche Standsgestelle, kleinere Produkte, die dann ganz E1100, verschiedene E-Teile, die sie dort verkaufen, in unterschiedlichsten Varianten. Und wichtig ist da eben, dass man zum Beispiel auch das Thema UX, was die Tanja angesprochen hat, halt im Blick hat. Die haben, müsst ihr euch vorstellen, die haben gewisse Produkte, die in über 50.000 Varianten vorkommen, weil sie halt unterschiedliche Abmessungen haben in unterschiedlichen,
unterschiedlichen eben Ausprägungen. Und es führt halt einerseits zu einem technischen Herausforderung in Richtung Ladezeiten, weil natürlich in Realtime gefragt werden muss, ist das Produkt verfügbar, welchen Preis hat dieser Kunde für diese Ausführung. Super spannend. Aber auch natürlich das Thema UX, also wie komme ich eigentlich zu meiner Variante. Hier eben nochmal so ein paar Beispiele von diesen Platten, die man da sieht, wo man halt auch sieht von der Experience, es hat relativ wenig mit einem klassischen Shop zu tun, sondern es ist eher so ein Planungstool im Alltag des Konstrukteurs, um euch so ein bisschen ein Gefühl dafür zu geben, dass, wie man diese Dinge auch visualisiert. Ein paar Schmankerl, 2600 Produktgruppen, 800.000 Produkte, 400.000 User, 2 Millionen Preise, 600.000 Rabattgruppen und 31 Währungen. Also unglaubliches Projekt, würde man von so einem Hidden Champion, ist das nicht die Schwäbische Alb, aber weit weg ist nicht, nicht vermuten, was dort an technischer Komplexität bewerkstelligt werden muss, um eben dieses Business zu digitalisieren. Und ich habe mal ein paar Insights damit genommen, was ist so, How-to-Re-Plattform, weil wir haben eben jetzt die Herausforderung gehabt, diese Plattform, die 20 Jahre alt war, auf eine neue technologische Plattform zu bringen. Das kann man hier sagen, ist das Spryker-Projekt, was wir da machen, mit unterschiedlichen Headless-Komponenten, die dazukommen. Und angefangen hat das alles mit einer langfristigen Roadmap, die sich der Kunde auch gesetzt hat, nämlich über 5 Jahre dieses Replatforming durchzugehen. Also wirklich einen 5-Jahres-Plan gemacht. Dann war wichtig, an schnellen Proof of Concept. Also wir haben quasi einerseits die Datenmigration als erstes gemacht, also wir haben als erstes die Daten aus allen Systemen eingebunden und dann haben wir den ersten Use Case, dieses Kundenportal war der kleinste Use Case, weil wir gesagt haben, wir brauchen was an hohen Wert hat und da wenig Komplexität, um ganz schnell die Organisation hinter dieses Projekt zu kriegen. Dann haben wir auf Modal, also das war auch der Grund, warum sie sich auf das Thema Spryker gesetzt haben, weil es eben einen modularen Aufbau braucht, weil niemand weiß, was heute in 5 Jahren ist an Use Cases. Das heißt, es war wichtig, sich diese Varianten offen zu lassen. Und last but not least, Agile, you don't know what you don't know. Ja, es gibt, also ich sage es nachher nochmal, aber ihr wisst wahrscheinlich gar nicht, was alles auf euch zukommt. So. Wir auch nicht, es ist einfach so eine Realität. Und ich habe euch 3 Hacks mitgebracht, die vielleicht ganz spannend sind. Einmal so das Thema Scrum meets Controlling. Ich weiß nicht, wer hier als Product Owner Scrum Master unterwegs ist. Ich glaube, einige auf der Liste, die dabei waren, wo es im Prinzip darum geht, wie bringe ich eigentlich so transparente Schätzungen, Budgets und agile Softwareentwicklung zusammen. Was wir gemacht haben, ist, wir haben quasi, man schätzt ja auf Story Points, wir wissen dann über statistische Werte, wie viel Aufwand wir pro Story Point haben. Wir haben darüber quasi laufende Hochrechnungen über den Backlog, laufende Hochrechnungen über das Budget und unser Kunde gibt quasi auf Basis dieser Story Points die Sprints frei und sieht immer auf User-Story-Ebene sozusagen, soll, ist, wie viel haben wir uns vorgenommen, wie viel haben wir gebraucht. Wichtig ist allerdings, das sind halt Schätzungen. Und wenn das Team beginnt, zu hoch zu schätzen, ist es auch nicht gut. Für alle klassischen Unternehmen, die sagen, es ist doch schön, wenn wir viel schätzen und wenig brauchen. Nein, dann schätzen die Leute nicht gut. Eine Abweichung nach unten ist nicht besser, nicht viel besser, es tut vielleicht nicht so weh, aber sie ist nicht viel besser als eine Abweichung nach oben. Das heißt, wir haben halt hier so ein laufendes Controlling, wo wir im Prinzip Zeiterfassung, Jira, sprich Ticketsystem und Budgets zusammenbringen und quasi in Realtime wissen, auf welchen User Stories haben wir es verloren, wo haben wir es verloren, wo haben wir es gewonnen. Wie schaut es aus, wie ist der Plan nach vorne? Ich sage jetzt nicht, dass wir das von Anfang an hatten, aber mittlerweile funktioniert das echt gut. genau, 2. großer Tipp, denkt bitte in Reifegrad. Ihr alle seid wahrscheinlich sehr erfolgreich, weil die Unternehmen einen unglaublich hohen Qualitätsanspruch haben. Das ist aber der Tod eines jeden Softwareprojektes. Ein Grund, warum vielleicht VW noch immer nicht die Software rausgebracht hat, ist die Idee, dass man alles fertig planen kann in der Perfektion. Tipp, brecht die ganzen Themen runter im Backlog auf Epic-Ebene, beschreibt es in Reifegrad. Ihr könnt es in Pizzastücken machen, ihr könnt es in Bronze, Silber, Gold machen und versucht so eure Stakeholder mitzunehmen auf die Reise. Was darf erwartet werden? Und ganz ehrlich, so Tipp Nummer 3, you'll never be ready. Am Ende des Tages, ihr müsst irgendwann raus und es hilft einfach, sich da mit Restriktionen zu arbeiten. Und wichtig ist hier eben auch eure Stakeholder mitzunehmen. Also diese Reise ist nie zu Ende. Ein agiles Produkt ist nicht fertig. Ihr baut hier Infrastruktur, die immer und immer weiterentwickelt wird. Und last but not least,
Denkt beim Rollout in Skalierung. Also ihr müsst auch nicht sofort alle Kunden drauflassen. Was wir gemacht haben, ist, wir haben ein Kernteam, die testen natürlich jeden Tag auf Dev, auf Stage, auf Prod. Dann haben wir Key-User im Innendienst im nächsten Schritt raufgeholt. Dann haben wir den Innendienst schrittweise ausgerollt. Dann haben wir Alpha-Kunden raufgeholt. Jetzt sind wir gerade dabei, Beta-Kunden draufzuholen. Dann starten wir mit dem Parallelbetrieb und erst dann schalten wir das Altsystem ab. Und das Wichtige ist eben dabei daran zu denken, dass neben der Funktionalität auch die Akzeptanz eines solchen Projektes unglaublich wichtig ist. Es ist wichtig, dass ihr schrittweise onboardet, um auch Kinderkrankheiten früh zu sehen und nicht quasi eine große Bauchlandung zu machen und sagen, ja, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, sondern die Leute mitzunehmen, die halt Lust drauf haben, mitzumachen. Und denkt auch in Parallelbetrieb. Es ist vollkommen okay, wenn gewisse Dinge halt auch nachkommen. Und um quasi aufzulösen, diese Mittelstandsmanfred, ich glaube, dass die von ihrem Ursprung und von ihrem Kern, und das sage ich mit voller Wertschätzung, glaube ich, dass manchmal die Bauernschleue eines erfolgreichen mittelständischen Unternehmens cleverer ist als die Startup-Sprech. Und der Guntram Meusburger hat ein paar Mal zum Projektteam gesagt, liebe Kollegen, erst die Hausaufgaben, dann die Fleißaufgaben und lieber ungefähr richtig als genau falsch. Ich glaube, das sind so zwei ganz gute Sätze, die man sich mitnehmen kann. Nicht irgendwelche fancy Buzzwords, sondern sehr, sehr einfach runtergebrochen, wie man das ganze Thema angehen kann. That being said, gebe ich nochmal kurz das Wort an die Anja, die ein bisschen was zum Thema Rauch und den Marketplace erzählen wird. So, vielen Dank. Ich hoffe, man Ich bin Anja. Ich darf euch kurz entführen zum Thema Marketplaces für B2B, B2C und D2C. Ich habe es hingekriegt, es auszusprechen, ohne mich zu versprechen. Wir haben vor 5 Jahren war ich das erste Mal auf der OMR. Und ich saß genau auch in so einer Masterclass zum Thema Amazon Advertising. Und da habe ich, ich habe es schon immer so am Rande mitbekommen, aber ich habe da eben festgestellt, okay, krass, da gibt es eigentlich voll viele Möglichkeiten auch für B2B-Kunden. Und dann haben wir entschieden, okay, das müssen wir unseren B2B-Kunden auf jeden Fall auch anbieten können. Was haben wir gemacht? Wir haben uns natürlich erstmal das Know-how in-house geholt. Einerseits durch Mitarbeiter, die von Amazon kamen, andererseits aber auch einfach Personen, die auf Amazon schon Produkte verkauft haben. Und los ging's. Letztendlich haben wir dann festgestellt, okay, so easy ist es eben nicht, Kunden auf Amazon zu bringen, weil die unterschiedlichsten Fachabteilungen einfach aufeinander abgestimmt sein müssen. Und es ist einerseits der Vertrieb, der die Vertriebsstrategie vorgibt, und natürlich auch das ganze Thema Logistik und auf der anderen Seite das Marketing, die Budgets verantworten, die den Brand verantworten und aber natürlich auch das Produktmanagement, die einfach die USPs der Produkte definieren und die ja im SEO-Kontext dann wiederum eine wichtige Rolle spielen. Rauch ist ein Kunde von uns, der war bereits Vendor auf Amazon, also sprich Wholesale und ist ein Fruchtsafthersteller, Florian hat ihn eh schon vorgestellt, in Österreich. In Deutschland oft besser bekannt unter dem Brand Happy Day, muss man sagen. Also Rauch ist hier gar nicht so ein bekannter Brand. Sie machen 1,6 Milliarden Umsatz, aber nur 0,6% davon digital. Und im Amazon-Bereich standen sie eben wirklich vor einer relativ großen Herausforderung. Und zwar im Vendor-Programm ist es ja so, dass Amazon die Preishoheit hat. Und sie haben halt von Rauch, jedes Jahr muss man Vertragsbedingungen wieder sozusagen neu zustimmen und sie haben jedes Jahr einfach niedrigere Einkaufspreise von ihnen gefordert. Und dem wollte natürlich Rauch dann irgendwann nicht mehr nachkommen und hat das halt einfach nicht mehr zugestimmt. Was ist passiert? Amazon hat bei ihnen die Bestellungen nicht mehr ausgeführt, was eben dazu führt, dass die Produkte nicht verfügbar sind. Und so konnte halt dann Rauch auch an bestimmten Angebotsaktionstagen beispielsweise gar nicht mehr teilnehmen, wie Prime Day und so weiter. Und letztendlich hat das alles dann dazu geführt, dass der Umsatz immer weiter zurückgegangen ist und sie auch die Beziehung zu Amazon verloren haben und sie letztendlich als Vendor auch gar keinen Ansprechpartner mehr hatten bei Amazon. Das heißt, wir haben uns mit ihnen erstmal zusammengesetzt und so die drei wesentlichen Ziele definiert. Also klar, Umsatzsteigerung, dem auch ganz viele weitere Potenziale, die sie noch nicht genutzt haben, ausgenutzt werden. Des Weiteren aber natürlich auch eben, dass die Beziehung zu Amazon wiederhergestellt wird. Das heißt, wir sind mit ihnen in die Gespräche gegangen, mit Amazon gemeinsam. Und natürlich im dritten Schritt jetzt auch die Internationalisierung, die ihnen wichtig sein wird.
da ist natürlich zu evaluieren, welche Märkte machen für Sie Sinn, für Sie und Ihre Zielgruppe. Daraus haben sich 5 Arbeitspakete ergeben. Einerseits natürlich im ersten Schritt erstmal eine Marktanalyse zu machen, das heißt zu analysieren, wo liegen Chancen und Risiken, wie sind Sie aufgestellt mit Ihren Produkten und so weiter. Das Ganze haben wir dann in Action Items definiert und in eine Roadmap gegossen. Wir haben das Ganze dann natürlich auch implementiert und umgesetzt, das heißt, wir sind immer noch dran. Und natürlich begleiten wir Sie auch beratend. Wir sind, wie gesagt, auch mit Ihnen in die Gespräche gegangen mit Amazon und haben die Verträge neu definiert sozusagen. Genauso sind es auch immer wichtig, ich muss kurz was trinken, Entschuldigung. Dass das Know-how natürlich auch an den Kunden schlussendlich übergeht. Das heißt, der Kunde soll wissen, was wir tun und sie sollen auch eingeschult werden. Und da machen wir auch dann gemeinsam Workshops zusammen. Für die Marktanalyse bedienen wir uns gerne auch Tools natürlich, die uns dann auch schnell mal einen Überblick geben, wie viel Umsatz pro Kategorie sozusagen generiert werden können. Das sind mal 3 Tools, die ich ausgewählt habe, die ich euch mal mitgeben möchte und die super hilfreich sind, da per Klick sozusagen sich solche Informationen einfach zu holen. Und wir schauen uns dann im Detail folgende Bewertungskriterien an. Das erste Thema ist immer das Thema Social Proof. Das heißt, wie wird mit Kundenrezensionen umgegangen? Wie wird mit Kundenfragen umgegangen? Gibt es Zertifizierungen, also beispielsweise das Climate Pledge? Dann natürlich das ganze Thema Produktinformation. Also werden richtige Produktbilder verwendet? Beispielsweise ist es auf Amazon immer wichtig, Produktbilder mit Maße zu verwenden. Und natürlich aber auch Video. Auch Video spielt auf Amazon eine immer wichtigere Rolle. Dann der A-Plus-Content zu den Produkten. Genauso muss ein Brandstore vorhanden sein. Die Produkte müssen SEO-optimiert sein. Und natürlich das Angebot an sich. Gibt es Varianten? Ist super wichtig auf Amazon, Varianten anzubieten. Es ist auch wichtig, mit Sparabos zu spielen und so weiter. Und das sind so die Kriterien, die wir uns dann anschauen. Wir vergleichen das dann mit Best Practices sozusagen. Und in dem Fall war das beispielsweise Lipton. Das sind beides Eistees und man sieht schon auf den ersten Blick, dass Lipton hier wirklich die volle Bandbreite zum Beispiel nutzt, an Produktinformationen zur Verfügung zu stellen und die ganzen Bullet Points einfach voll sind. Genauso stellen sie ein Zertifikat zur Verfügung, also sie sind klimazertifiziert, sie spielen mit Sparabos, aber auch im Titel sind Keywords einfach gegeben und das war bei Rauch beispielsweise alles nicht gegeben. So, und wenn man hier mal genau hinschaut, ist es beides Eistees. Aber das Krasse ist, bei Lipton handelt es sich um einen Sparkling-Eistee. Und ich stelle jetzt mal gerne die Frage in den Raum, wer von euch hat denn jemals schon mal einen Sparkling-Eistee getrunken? Also ich für meine Person noch nicht. Okay, es sind tatsächlich ein paar Personen dabei. Aber das muss einem einfach eben bewusst sein, dass auf Amazon Produkte ganz anders funktionieren als im Einzelhandel. Also während beispielsweise im Einzelhandel, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen Kindern einkaufen gehe, ich habe da null Zeit, Produktinformationen zu lesen. Und ich kaufe auch meistens nicht viel und ich kaufe das, was ich schon kenne. Während wenn ich jetzt abends auf meiner Couch sitze und auf einem Marketplace surfe, dann habe ich schon Zeit, mir die Produkte anzuschauen, genau drauf zu schauen, was sind die Inhaltsstoffe. Ich schaue mir auch Varianten an, die werden mir dann noch und nöcher vorgeschlagen. Und ich habe natürlich auch viel mehr Zeit, ich habe keine Eile, ich muss nicht jetzt bestellen, ich kann das auch morgen machen. Entschuldigung. Und ebenso ist es natürlich, das weiß auch jeder, im Einzelhandel ist es wichtig, immer so auf Sichthöhe zu sein. Und es ist auch das Packaging und auch wie fühlt sich ein Produkt an, ist auch wichtig. Das spielt im Digitalen oft nur eine nachgelagerte Rolle. Hier ist es wirklich also viel mehr wichtig, alle Informationen, die man hat, wirklich bereitzustellen. Es haben dadurch auch Startups einfach viel mehr eine Chance, weit oben zu ranken. Aber das Allerwichtigste ist, unter die Top 5 zu kommen. Weil ansonsten hat man auf Amazon einfach wirklich gar keine Chance. Also wenn wir hier sehen, wie für die Kategorie beispielsweise Eistee die Top 5 im Grunde genommen den gesamten Umsatz schon fast wegnehmen. Und es ist einfach wirklich schwierig dann, wenn ich irgendwie Seller Nummer 20 bin, da überhaupt noch Umsatz mit abzubekommen.
Wir haben das dann mal ausgerechnet für Rauch, was das für Sie bedeuten würde, für Ihre Kategorien, wenn Sie von lediglich mit Ihren Kategorien auf Top 3 ranken würden, würde das bedeuten, dass Sie einfach Ihren Umsatz vervierfachen können. Und das ist natürlich schon beeindruckend. Das heißt, ich muss mich also mit Best Practices, also mit Benchmarks auseinandersetzen, mit meinen Konkurrenten, was machen die, und wirklich da meine Hausaufgaben machen. Die Kundenpsychologie im Digitalen ist oftmals eine ganz, ganz andere. Die überzeugenden Kriterien sind oftmals ganz, ganz andere. Das Produktsortiment, was im Einzelhandel funktioniert, muss nicht unbedingt im Digitalen funktionieren. Und schlussendlich ist es natürlich super wichtig, mit einem integrierten Konzept daran zu gehen. Das heißt Content, Brand, Kampagnen und Engagement. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. So, wir haben, vielen Dank, Anja. Also ihr dürft natürlich auch Anja und Tanja mit euch auf LinkedIn vernetzen, um euch da tiefer auszutauschen. Wir stehen auch nachher alle drei hier noch für euch für Fragen zur Verfügung. Deswegen würde ich vorschlagen, wir gehen noch kurz durch die Key Takeaways durch und dann gibt es, glaube ich, ein gutes Kaltgetränk an dem Stand eurer Wahl. Ich fasse zusammen. Ich glaube, am Ende des Tages, Key Takeaway Nummer 1 ist, jedes Business ist anders, aber die Business Cases, die Use Cases wiederholen sich. Takeaway Nummer 2, es ist fucking komplex, es ist viel, viel komplexer als B2C. Eure Produktdaten sind komplexer, eure Prozesse sind komplexer, eure Kundenanforderungen sind komplexer, die Organisation mit Vertrieb, Marketing, IT, die Technologien und so weiter und so fort. Key Takeaway Nummer 3, es ist am Ende ein Gesellschafterthema. Es sind Investitionen, die hier getätigt werden in die Infrastruktur. Und ein Kunde von uns hat mal gesagt, wenn wir eine Maschine für ein paar Millionen kaufen, haben wir schon einen Prozess, wie das ungefähr funktioniert. Im Digitalen machen wir das halt so, wie gerade so die Stimmung und das letzte Quartalsergebnis war. Sie braucht dort das Backup der Inhaber, also die Geschäftsführung braucht es von den Inhabern. Dann können auch die Teams entsprechend arbeiten. Ich glaube auch nicht, dass eine große Zahl automatisch viel Geld ist. Man hört oft dann von Unternehmen, ja, das ist ja so viel und so teuer. Und wenn man dann aber sagt, jetzt Moment, mal ganz kurz, stopp. Setzt doch mal diese Investition in den Vergleich zum Umsatz pro Jahr, den ihr damit macht. Wie viel Prozent vom Umsatz investiert ihr quasi laufend in eure Infrastruktur? Da gibt es ganz klassische Quoten, wie ihr das alle in den Unternehmen die letzten Jahrzehnte praktiziert habt. Im Digitalen ist auf einmal alles irgendwie Armageddon. Keiner weiß, ist das jetzt viel, wenig? Gefällt mir das nicht. Vielleicht auch mal zu fragen, wie viel kostet mich denn 1 Euro Umsatz, also quasi Cost of Revenue im klassischen Vertrieb im Vergleich zum digitalen. Sieht man relativ schnell, ja, es könnte eigentlich doch sehr produktiv sein. Oder auch den Vergleich zu Maschinenstunden. Ihr baut am Ende eine Maschine, die es euch ermöglicht, Transaktionen abzuwickeln. Es ist mehr als nur ein IT-Projekt oder ein Digitalprojekt. Und last but not least, eine Vision ist keine Stückliste. Ihr braucht ein agiles Vorgehen. Ihr müsst euch dem Ganzen schrittweise nähern. Auch wenn ihr ein klares Bild davon habt, was hat, es kommen auf dem Weg so viele Edge Cases. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Geht es deswegen agil vor? Agile Softwareentwicklung ist der Schlüssel an der Stelle zum Erfolg. Ich rate euch, so vorzugehen. Ihr findet mich auf LinkedIn. Und wer es noch nicht was von uns gehört hat, wir sind Tova. Uns gibt es seit 2011. Ich habe das während dem Studium gegründet, mache das jetzt seit über 10 Jahren. Wir sind über 100 Leute im Bereich Digital, sowohl Marketing als auch Technologie. Wir haben über 50 B2B-Champions in der Dachregion betreut. Und ich lasse es mit dem Slide The Beauty of B2B. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Und wir sind am Storyblock-Stand. Also wer mit uns sprechen will, kommt gerne vorbei. Dankeschön euch allen.